Es war ein verregneter Sommer, entsprechend haben wir viel geschafft. Wir konnten viele coole Features und Highlights jetzt in die ECU-Test 2021.3, die neue Version, einbauen. Besonders stolz bin ich auf die Fortschritte bei der Automotive DevOps-Plattform. Da versuchen wir ja, unsere Tools stärker ineinander zu verzahnen und auch übergreifende Workflows zu ermöglichen. Dort insbesondere die nachgelagerte Analyseausführung mit Testguide. Da haben wir einiges an Feedback eingearbeitet. Zum Beispiel ist es jetzt eben auch möglich, Netzlaufwerke für die Traceablage zu verwenden. Ein kleineres Feature in die Richtung ist die zentrale Bereitstellung von Caches durch Testguide. Es ist ja so, dass die Interpretation von A2L-Dateien, Bus, Service oder Modellbeschreibungen, dass die Zeit braucht. Die Beschreibungsdateien sind teilweise ziemlich groß und auch komplex, die dann zu interpretieren. Und dafür gibt es jetzt ein cooles Feature, die kann man nämlich jetzt durch Testguide beziehen, sodass dieser Prozess, die zu verstehen und zu parsen, eben nur ein einziges Mal passieren muss und nicht mehr redundant wieder und wieder auf jedem Hill-System. In der Automotive Softwareentwicklung gibt es ja mehrere Trends und insbesondere die Trends Konnektivität und autonomes Fahren führen dazu, dass der Bedarf an Bordnetzkommunikation immer weiter steigt, sodass wir mittlerweile teilweise schon bei Bandbreiten von mehreren Gigabit pro Sekunde angekommen sind. Die vollständige Verarbeitung dieser Daten stellt für viele Tools eine Herausforderung dar und oftmals kommt es zu Datenverlust. Mit der neuen ECU-Testversion ist es jetzt möglich, diese kritische Bandbreite viel weiter nach außen zu tragen. Es kommt also deutlich später zu Datenverlust. Außerdem haben wir es geschafft, die Analyse von PCAP-Dateien oder PCAP-NG deutlich performanter hinzubekommen. Wir planen im nächsten Jahr auch durch effektive Filterung der Kommunikation diese kritische Bandbreite noch weiter nach außen zu tragen, sodass noch höhere Bandbreiten realisiert werden können. Obwohl Ethernet ganz deutlich an Bedeutung gewinnt, haben natürlich die klassischen Bussysteme weiterhin eine wichtige Bedeutung für den Testprozess. Und insbesondere für Komponententests mit FlexRay gibt es zwei sehr interessante Neuerungen in der aktuellen ECU-Testversion. So unterstützen wir jetzt mittlerweile auch FlexRay TP, womit es möglich wird, Diagnose über FlexRay zu realisieren. Natürlich unterstützen wir weiterhin Diagnostics over IP für Ethernet und ISO-TP für CAN. Außerdem bietet ECU-Test jetzt eine Mini-Restbus-Simulation, wie man sie schon für CAN kennt, auch für FlexRay an. Beispielsweise, wenn man sein Steuergerät betreiben muss, indem man zyklisch alle paar Sekunden Kilometerstand zur Verfügung stellt, kann man das über eine Mini-Restbus-Simulation sehr elegant realisieren. Ein interessanter neuer Standard ist AUTOSAR Time Synchronization. Damit ist es möglich, dass mehrere Steuergeräte im Verbund kontinuierlich ihre Uhren synchronisieren, sodass ein gemeinsames Verständnis für eine globale Zeit definiert wird und diese durch auch Gateways oder Switches auf das gesamte Bordnetz propagiert wird. In ECU-Test ist es jetzt möglich, in der Trace-Analyse die korrekte Implementierung dieser unterschiedlichen Protokolle, wie zum Beispiel PTP für Ethernet-Kommunikation, zu testen. Dabei sind dann auch Genauigkeiten im Nanosekundenbereich möglich. Darüber hinaus kann die so global definierte Zeit auch zur Trace-Synchronisierung eingesetzt werden. Im Vergleich zu den bestehenden Synchronisierungsmethoden erleichtert dies einerseits die Synchronisierung dadurch, dass man keinerlei Hintergrundwissen mehr über die verwendeten Signale braucht und andererseits braucht man das System auch nicht mehr mit dem Ziel der Synchronisierung zu modifizieren. Das heißt, ich brauche weder das Wissen, welches Signal eignet sich zur Synchronisierung, noch muss ich ein Signal durchleiten auf andere Bussysteme, nur mit dem Ziel, eine Synchronisierung zu bekommen. Mit der aktuellen Version von ECU-Test ist es jetzt auch möglich, Audio-Streams, wie sie zum Beispiel von Mikrofonen oder von Webcams aufgenommen werden, direkt im Testfall aufzuzeichnen. Die entstehenden Aufnahmen kann man dann in der Trace-Analyse verarbeiten und visualisieren. Wenn ihr das Feature mal ausprobieren möchtet, dann wendet euch bitte an den Support und wir freuen uns auf euer Feedback. Viel Spaß mit der neuen Version von ECU-Test!